Christian, du darfst abfahren, wenn du geklingelt hast. Achso. Da vorne ist eine Glocke. Die kleine, ne? Ja. Immer klingeln vorm Abfahren hat eine juristische Bedeutung. Das hat was mit Unfallschutz zu tun. Ja. Du musst klingeln, bevor du einschaltest. Und abfahren. Erst suchen. Augenblick warten. Und dann nochmal warten, nochmal ausschalten kurz. Ich sag dir den Grund später. Und jetzt wieder einschalten und bis zum Sprechplatz hochziehen. Das ist so schlecht. Einmal atmen und dann ausschalten. Genau. Ausrollen. So, was der Christian jetzt gemacht hat, war folgendes. Der hat die erste Fahrstufe eingeschaltet, da rollte der Wagen los. Dann hat er hochgeschaltet bis zu dieser ersten möglichen Dauerfahrstufe. Da kriegen also die Motoren die halbe Spannung. Und dann wurde das aber schon ganz schön flott. Dann hat er wieder auf Null geschaltet und dann ist die Bahn gerollt. Das hat er 2-3 Mal gemacht. Dann habe ich gesagt, Christian, jetzt bremst mal. Und dann hat er mit der Kurbel andersrum weiter gedreht als vorher. Und da sind Bremskontakte. Die Motoren können umgeschaltet werden. Wenn die Bahn rollt, erzeugen die Strom. Die sind dann Dynamo. Das kann man so schalten. Wie Fahrraddynamo. Nur etwas größer und der Strom, der da entsteht, die Spannung ist größer. Und diese Spannung kann man wieder in den Widerständen, von denen wir vorhin schon sprachen, verheizen. Da kommt eine Leistung raus, also wird der Motor gehemmt. Und je stärker der Strom ist, den man da produziert, das heißt, die Widerstandswerte ändern, desto stärker ist die Bremswirkung. Das ist, was er gemacht hat. Verschiedene Stufen. Ja, ja. Genau. Normalerweise sind die Widerstände bei Straßenbahnen traditionell auf dem Dach. Da werden die durch den Fahrtwind gekühlt, damit sie eben nicht durchbrennen. Bei dieser ist sie nochmal umgebaut worden, aber das ist ein Nebenzweig. Oh, Patrick, man kann aber das umschalten, wie Dieter schon sagt. Das Video kriegst du nachher, ne? Gudi. Läuft der Strom durch Heizungen. Patrick schicken. Und dann auch über WhatsApp, ne? Die tun nichts anderes. Gut. Ja, dann Christian, wie sieht's aus? Weiterfahren? Klingeln und abfahren. Oder nächste, bitte. Gut. Ich auch mal. Jo, später. Also immer lieber anhalten, wenn man sich nicht sicher ist. Und zur Not wissen die auch, wo die Bremse ist. Ja, da sind sie, kommen jetzt auf uns zu. Da fahren wir also hinten rum. Stellst du unten gleich weich um, oder? Ja. Die muss gar nicht. Hier am besten nur in Stufe F fahren. Was? Eigentlich hier nur in Stufe F fahren. Ja, mir wurde das vorhin so beigebracht, dass man hier auch auf die 1 drauf okay. Entschuldigen kann, damit man besser anfangen kann. Gut. Nächster halt Froschteiche, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sind wir in Fahrtrichtung rechts. Ja.
Geht dem Mann zusammen nach und in der Helfer da. Ich mach ein bisschen Ärger hier. Ja, ja. Das machst du nur einmal. Du glaubst, wie das ging. So ein Stück vorfahren. Ja, jetzt war ich sowieso weg. Oh Leute, das ist nicht euer Ernst. Doch. Das ist schon ein F. Rollt er ja auch nicht wieder rückwärts. Wollen wir aufschalten? Weggezogen, hast du es gesehen? Ja. Ach, ey, die fahren zu schnell. Na, das will ich auch nicht sagen, ne? Wieso? Also, man sagt normalerweise sind hier 5 km/h. Ja. Ja. Wegen den Kurven, ne? Wegen den Kurven. Hier kommen immer Leute aus der Halle raus. Vorne in der Kurve, also hier dieser Bereich, wo gepflastert ist, 5 km/h eigentlich. Und hier, ja, hier sagen wir so ungefähr 15, ne? Da können wir es ja mal so machen, nach 2 Runden oben am Bahnhof tauschen. Bei Detlef habe ich auch manchmal Angst, dass er die Oberleitung noch runterholt. Warum? Ja, weil der fährt immer so, weiß ich nicht. Auch halt in den Kurven immer so schnell und ich hab da echt Schiss, ne? Ach du, das kann ich auch machen? Nee, lass mal lieber. So habe ich Ärger am Hals. Nein, ich fahr noch weiter. Ja, halt. Weil die kleine Freitag gerade auch die Runde mitfahren darf.
kommt rein. Ja. Wenn der Sohn braucht nicht zahlen. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist zum Kotzen. Oh, ich darf ja gerne noch eine Stunde nach Hause fahren mit dem Zug. Ja, wohin? Nach Hamburg. Ah, nee, ich fahre nach Lübeck zu meiner Mutter wahrscheinlich. Okay. Eine Zugfahrt nach Lübeck ist so schön. Versuchst du dich da zu nerven? Nö. Ja. Ist nur Rache. Weil der Ventilator nicht funktioniert. Und deswegen schießt jetzt verrückt, oder was? Jo. Oh, er bremst, oh. Oh. Ja, auf Null und so rollen lassen. Linker hat er auch vergessen. Spiegelblick nicht gemacht. Die falsche Seite war das gerade. Ja, jetzt kannst du so rum. So, dann hältst du schön dich hinter dem an, ne, und dann... Also jetzt langsam ranrollen, Handbremse anziehen. Ja, ich hab's schon mal geschafft, ich bin mit dem V2 und Beiwagen hier runtergerollt, weil ich hier dann nicht richtig in die Halle rein gegen den Z1. Au! Au! Oh, mit Fahrgästen. Oh, Scheiße. Ehrlich? Ja. So, halt mal hier an.